Ja, hallo, willkommen zur dritten Folge vom kleinen Waren. Und vielleicht seht ihr da im Hintergrund schon, da läuft jemand hier links von meinem Kopf hier. Und das ist gar nicht gut. Also ich bin hier in meinem Loch und ich kann da leider nicht rausgehen. Der ist vorher hier drüber gelaufen und ihr wisst ja schon, wir haben ja schon ziemlich viele Items, aber wir müssen unbedingt hier sneaken. Also es sind nicht mehr viele im Spiel. Ich glaube, das sind so ziemlich die letzten und da oben läuft der. Seht ihr ihn? Der gräbt. Das ist scheiße. Seht ihr den da? Ich glaube, ich greife mich jetzt einfach runter. Sonst tötet mich der hier noch. Raufgehen werde ich in dieser Folge auf keinen Fall, aber ich werde mich jetzt mal runtergraben und wenn irgendetwas Interessantes kommt, dann sehen wir uns gleich wieder. Dann würde ich mal sagen, bis dann. So, ich bin hier jetzt wieder und hier. Ich kämpfe gerade! Ich kämpfe! Er ist tot! Er ist tot! Ich habe ihn umgebracht! Als ob! Als ob! Wie viel Goldäpfel hatte der? Als ob! Ja, er hat das gerade geschrieben, er ist Spectator. Ja, wenn er sich einfach so reingibt. Nee. Der war vorher nicht Spectator, das habe ich doch gesehen. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, ich habe mich hier, ich habe mich hier runtergegraben, habe gerade das Eisen abgebaut, habe dann da, und ja, also, mir ist das jetzt egal, also. Ja, okay, also mir ist das jetzt egal, das ist mein Glück, ich habe jetzt hier die 61 Goldäpfel und... Ja, wenn der nicht irgendwie im Spectator-Mode oder so herumfliegt, dann ist das ja das nicht meine Schuld. So, da schreibt schon wieder jemand. So, aber den... So, der hat hier jetzt ganz viele Sachen. Der hatte hier ganz viele Sachen, also ganz viel Eisensachen oder so. Da haben wir schon ganz viel Reserve Sachen. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt, das heißt, ich bin alleine. Das heißt, die beiden sind im Team. Und ich glaube, die kommen da oben runter. Na. Nein. Nein. Bitte nicht töten. Nicht weglaufen, haben sie geschrieben. Das denken sie wohl. Warte mal. Ich mache mir jetzt eine Falle. Das ist mir jetzt egal. Ich mache mir jetzt meine Eisenspitzhacke. No joke, was soll das heißen? Wenn die sich runtergraben, dann sitzen wir die Lava. Das ist gut. Das wäre wirklich jetzt gut. Das wäre jetzt ganz gut. Ich glaube, das ist die Chance. Soll ich raufgehen oder? Okay, er hat geschrieben, das ist ein Prank. Okay. Fuck, okay. Okay. Ich dachte gerade schon, das wäre jetzt irgendwie, dass die mich wirklich sehen. Also hätten die mich wirklich gesehen und die wären jetzt runtergekommen. Ich glaube, ich hätte die mit Lava getötet, aber das sieht man ja irgendwie auch.
Also das sieht man auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich glaube, ich baue jetzt erstmal das Eisen weiter ab, aber die haben sicher Diamanten und die sind zu zweit und ich bin alleine. Das ist ein Problem. Das ist ein wirkliches Problem. Ich glaube, ich baue jetzt erstmal zu und baue mich hier jetzt erstmal weiter. Und hier baue ich so zu, damit die nichts denken oder so. Und ja, damit Cobblestone. Dann sehen die das nicht. So, dann würde ich mal sagen, ich baue mir hier so einen Weg auf. Und die sind auf jeden Fall beim Portal, haben sie gesagt. Also ich glaube nicht, dass das nur der Prank, also nicht, dass das der Prank war, sondern nur, dass der Prank, dass die mich sehen. Aber was haben die jetzt geschrieben? Ich stecke auf dem Ey, geh zurück zum Portal. No joke, wir sehen dich nicht. Just a prank, Bro, ja. Ich war ja auch nicht beim Portal, ich bin gerade im Untergrund, also. Alter, das war gerade so geil. Also mein erster Kill. Das macht mir Hoffnungen. Aber ich glaube kein richtiger Kill, weil das war irgendwie so ein Spectator oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch World Edition, ich weiß nicht, ob das gilt, aber das benutze ich sowieso nicht. Ja. Also wenn das ein Spectator war, dann tut es mir leid, dass ich ihn gekillt habe. Dann gilt's ja eigentlich nicht. Ich weiß, dass ihr gerade nichts seht. Dann gilt's ja leider nicht. Hört ihr das? Da ist jemand. Ich höre Lava. Da oben. Ich habe das gerade gesehen. Was soll das? Wenn der eine Teammate ist, dann ist da auch der andere. Hier auch nirgendwo einen Namen, aber vorher hatte ich den gesehen. Also ich habe jetzt hier ein Problem hier. Das ist auf jeden Fall klar. Ja, also ich mache jetzt mal einen Cut und wenn es wieder spannend wird, dann komme ich wieder. Okay, dann bis gleich. Ja, also meine Aufnahmezeit ist gleich vorbei und beide sind gerade vom Server gegangen und nehmen gleich wieder auf, also nicht so wie ich. Und es war auf jeden Fall cool. Ich habe jetzt 61 Goldäpfel, das ist auf jeden Fall wirklich cool. Und da oben habe ich schon wieder den Namen gesehen und das ist scheiße. Und dann will ich mal sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, oder wenn euch die dritte Folge von dem kleinen Varo gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Folge mehr von kleinen Varo oder andere Projekte verpassen wollt, dann lasst doch einfach einen Daumen da. Und dann will ich mal sagen, ciao mit V.